Bundesliga, siebter Spieltag mit unseren Tipps. Und in der letzten Woche haben wir unsere 2-4er-X-System-Wette genäht. Und das versuchen wir auch im siebten Spieltag. Und deshalb tanzen wir jetzt in den siebten Spieltag. Tja, wenn wir singen, werden wir kritisiert. Deswegen probieren wir es einmal mit Tanzen. Vielleicht finden wir da unsere Zielgruppe. Aber in Wahrheit geht es um Fußball. Und riechst du das? Du riechst unentschieden? Ja, das Unentschieden Trüffelsuchschwein Radek wittert auch an diesem Spieltag einige Unentschieden. Also, so lief es bisher ganz okay. Und weiter geht's am Freitagabend. Beginnt mit Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Und das Schwein Vegas, Radek Vegas, wird wahrscheinlich genau hier ein erstes Unentschieden riechen. Werder übrigens, wie einige andere Vereine auch, wird seine Nationalspieler in der nächsten Länderspielpause nicht wegschicken, wegen Corona. Und jetzt geht's gegen Köln. Die haben wieder ein bisschen in die Spur gefunden. Trotzdem seit 100 Jahren sieglos. Gegen Bayern München hat's ein 2:1 Niederlage gegeben. Bremen auch relativ erfolgreich in den letzten Wochen. Und man sieht's schön an meinem ganzen Glitzer. Hier muss es unentschieden ausgehen, oder? Das ist doch ein Zeichen. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen für unentschieden ist. Das ist eher ein Zeichen für dein Disco. Ambitionen vielleicht, aber es ist hier natürlich ein relativ interessantes Spiel, weil Bremen hier Favorit ist, aber nur auf dem Papier in meinen Augen. Köln wird nicht ewig nicht gewinnen oder zumindest hier, dass sie es verlieren, glaube ich jetzt auch nicht. Deswegen ist ein Unentschieden hier auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Wir können aber natürlich hier auf die Asian Handicaps auf Köln schauen. Ich nehme es mal vorweg, das ist ein Spiel, auf das ich eigentlich nicht setzen will. Kommen wir zu unseren unentschiedenen Wetten am besten erst am Ende, deswegen halten wir uns das mal vor. Ich finde es hier nicht attraktiv genug, auf Köln zu setzen, weil zu gefährlich, und auch nicht auf Bremen, weil nicht überzeugend genug. Ja, ich traue dem Braten auch noch nicht. Werder ist von der Tabelle ganz gut, sehr gut sogar im Vergleich zum letzten Jahr. Trotzdem haben sie auch bei den Spielen, die sie gewonnen haben, nicht so überzeugt. Man denke an den Sieg zum Beispiel gegen Bielefeld, der war relativ glücklich. Und dementsprechend schauen wir weiter nach Augsburg. Die haben letzte Woche uns ein bisschen hängen lassen, indem sie nicht unentschieden gespielt haben, sondern die Mainzer besiegt. Und jetzt das nächste Heimspiel gibt es gleich gegen die Hertha BSC aus Berlin. Hier Augsburg spielt eine tolle Saison, Heiko Herrlich, kannst du eigentlich nichts gegen sagen, hat dem Team eine ganz gute Formation gegeben. Sie haben endlich einen stabilen Torwart, das durch die Neuverpflichtung von Ginkiewicz, das hatten sie in den letzten 2 Jahren nicht. Und Hertha ist so wieder ein bisschen graue Maus wie in der Zeit vor Jürgen Klinsmann. Stellt auch keine Nationalspieler ab, gerade habe ich es zu Werder Bremen gesagt, und ist hier von den Quoten Favorit, aber das sehe ich nicht unbedingt. Ja, nee, also da haben wir wieder unser Augsburg-Value. Ich meine, hallo, der Tabellensechste hier mit Augsburg, Gastgeber zu Hause sowieso. Eine Macht, muss man fast sagen. Und was mir gefällt hier, dieses plus 0,25 auf Augsburg bei einer 1,8er-Quote, das kann man durchaus eintüten, vor allem, weil man hier natürlich auch von einem Unentschieden ausgehen kann oder vielleicht Angst davor haben könnte. Und dann wäre das hier immerhin ein halber Gewinn mit Asian Handicap plus 0,25. Da bin ich definitiv dabei. Also nicht die Hertha unterschätzen, aber Augsburg mit der aktuellen Form, Heimspiel, ausgeruht, Hertha zwar auch. Also Sieg im Bereich des Möglichen, Unentschieden wahrscheinlich, plus 0,25, unsere erste Wette. Yeah, und dann haben wir einen absoluten Leckerbissen, das bleibt mir fast im Halse stecken. Denn Mainz, wie wir alle wissen, 0 Punkte, letzter in der Tabelle, Schalke ebenfalls 0 Siege bisher und seit 22 Spielen mittlerweile. Es werden immer mehr und mehr, die stellen bald wahrscheinlich den Rekord von Tasmania 90 Berlin war es damals, glaube ich.
ein. Die haben 31 Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen. Dazu fehlt Schalke noch ein bisschen was. Und vor allem hast du ja diese super Strategie aufgestellt, dreimal hintereinander auf Schalke Sieg zu gehen. Denn dann müssten sie jetzt aber liefern, weil sonst wird es nämlich nichts mit deiner Strategie. Ja, Problematik hier ist, dass es gegen Mainz geht und die müssen ja auch irgendwann mal punkten. Lichte hat jetzt bisher nicht so den Erfolg den Mainzern gebracht. Es spricht sehr, sehr viel für Unentschieden. Hier würde ich aber auch tatsächlich die Asian Handicaps mir gerne anschauen, denn ich denke auch mit einer plus 0,5, 0,25 auf Schalke fährt man am besten. Ich traue Mainz natürlich auch einen Sieg zu, aber Schalke hat unter der Woche endlich mal gewonnen. Das war nicht in der Bundesliga, aber Schweinfurt musste dran glauben, trotz zwischenzeitlicher Führung, also kein gutes Spiel von Schalke. Aber vielleicht ist es so der Dosenöffner für jetzt eine kleine Erfolgsserie. Baum würde ich es auch gönnen, von daher plus 0,25 wäre hier meine Lieblingswette auf den FC Schalke 04. Dem könnte ich mich anschließen, allerdings auf die Schalker zu setzen, auch wenn es nur mit so einem halben Unentschieden abgesichert ist. Fehlt mir hier ein bisschen der Glaube, vor allem, weil ich hier von einem Mainzer Sieg ausgehe. Von daher kommen wir hier nicht auf eine Schalker-Wette zusammen. Also halte ich hier wirklich jetzt mal längst für überfällig, dass Mainz hier den ersten Sieg einfährt, die ersten Punkte sogar. Natürlich auch extreme Unentschieden-Gefahr bei diesem Tabellenkeller-Duell. Grundsätzlich würde ich nicht wetten, aber wenn ich tippen würde, ist mein Tipp 2-1 Mainz. Aber das ist halt einfach dann eine No-Bet. Ähnlich sieht es auch aus beim Spiel Leipzig gegen Freiburg, denn die Quoten geben nicht allzu viel her. Auf die Leipziger hast du eine 1,35er-Quote. Die sind zu Hause natürlich der ziemlich klare Favorit. Jetzt haben sie auch Paris Saint-Germain geschlagen in der Champions League nach Rückstand. Natürlich waren die ein bisschen dezimiert, aber egal. Musste erstmal besiegen, auch den Angel Di Maria und seine Freunde. Und gegen Freiburg, ja, ist immer schwer zu spielen. Aber hier auf Freiburg zu setzen mit Asian Handicaps sehe ich auch nicht ein, weil die Quote das nicht hergibt. Auf einen höheren Leipzig-Sieg, dann nehme ich auch Abstand. Also machen wir es kurz. Hier gibt es auch keine Wette, weil kein entsprechendes Value, außer man ist Freiburg-Fan, aber man sollte ja nicht jetzt mit Sympathien wetten oder so, sondern objektiv sein. Tatsächlich hätte ich eine Freiburg plus 1,5 attraktiv gefunden, wegen der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung von Leipzig, aber auch definitiv keine Wette wert. Dann haben wir Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Vor der Saison hätte man doch sagen können, das ist die zwei schwächsten Mannschaften gegeneinander. Jetzt haben wir Union Berlin, die hier wirklich eine tolle Sieges- und Punkteserie hingelegt haben. Erst letzte Woche in Hoffenheim, oder besser gesagt vor 3 Tagen in Hoffenheim, 3-1 gewonnen. Kruse spielt stark auf. Diese Unioner, diese Eisernen, sind besser, als ich es jemals erwartet hätte. Aber wir haben erst 6 Spieltage hinter uns und irgendwann wird sich der ganze Spaß noch einpendeln. Ich glaube weiter nicht dem Braten, dass die das die ganze Saison aushalten. Arminia Bielefeld kann auch bisher zufrieden sein mit der Saison. 4 Punkte, ein Sieg auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und ich vermute, dass auch Arminia bei Berlin in Berlin punkten wird. Ja, auch ein weiteres Spiel, das man in seine Unentschieden-Systemwette aufnehmen kann und fast muss. Auch wenn Union natürlich von der Form her eigentlich mit der 1,9er-Quote fast schon Value hat. Aber ich traue denen ebenso wenig wie du. Von daher, trotz Kruse und Co. Werden sie uns wahrscheinlich ein weiteres Mal überraschen, diesen Spieltag. Ist für mich ein klassisches unter 2,5-Tore-Spiel. Würde mich jetzt mal interessieren, was die Buchmacher dazu sagen, aber ich sehe hier schon 0-0, 1-1, 2-0 maximal im Bereich des Möglichen. Könnte man sich überlegen, ist jetzt eine Wette, die wir eigentlich nie spielen, also wenn wir unterspielen, dann eher unter 3,5 oder so bei torreichen Teams sozusagen, aber das ist mir so im Hinterkopf, da dürften wenig Tore. Ja, man weiß es nicht. Da habe ich kein Draht zu diesem Spiel. Ich habe ja in der Champions League unter der Woche einige
kranke Visionen gehabt. Ich weiß nicht, was ich da genommen habe, dass ich sowas vorhergesehen habe, wie beim die beiden Elfmeter bei Chelsea durch Timo Werner. Aber gut, andererseits muss da auch kein krasser Hellseher sein, um zu wissen, dass Timo Werner umfällt, sobald irgendwie ein Windstoß durchs Stadion weht. Und dann gab es halt ein paar Elfer. Aber der ehemalige Werner-Club, gute Überleitung, VfB Stuttgart empfängt Frankfurt und die Stuttgarter, ähnlich wie Union Berlin, eine der Überraschungsteams dieser Saison, auch erst eine Niederlage, die war am ersten Spieltag, seitdem 5 Spiele in Folge nicht verloren, aber auch die Frankfurter erst eine Niederlage, wir wissen es, 5 Dinge haben sie gefressen gegen die Bayern, aber jetzt hier wird es vielleicht eine Niederlage für eine der beiden Teams geben oder wieder ein X. Ja, also auch hier vermute ich, dass Frankfurt punkten wird. Ist wieder die Frage, wenn wir mal schauen, was geben die Asian Handicaps her. Ich glaube, man könnte schon auf einen Frankfurter Sieg gehen, sind leichter Quotenfavorit. Asian Handicap 0 hätten wir, damit wäre das unentschieden, no bet quasi, hätten wir eine 1,9. Für beide Seiten nicht ganz uninteressant. Eine plus 0,25, eine 1,69 Quote kann man auch spielen. Oder man geht einfach auf ein klassisches 1:1. Ich glaube nicht, dass Stuttgart hier gewinnt. Dafür hat Frankfurt den besseren Kader. Vielleicht nicht das bessere Team vom Zusammenspiel und so, aber definitiv Top-Mannschaft. Genau, es ist ein Spiel, da muss Frankfurt definitiv punkten, wenn nicht sogar gewinnen. Deswegen diese Asian Handicap 0-Wette mit 1,9 auf Frankfurt. Ist eingeloggt, auch wenn ich hier durchaus auch wieder ein 1-1 sehe. Weiß nicht, was los ist, aber irgendwie nur Einsen im Kopf. Ja, eins, vielleicht nehmen wir da mal einen User-Kommentar auf, der gesagt hatte, hey, hättet ihr bisher jedes Spiel 1, oder hätte man jedes Spiel bisher 1-1 getippt, dann wäre man mit 15 1-1 belohnt worden in der bisherigen Saison. Hört sich nach einem guten Plus an. Auch bei dem Spieltag könnte man einfach mal alle 9 Spiele 1-1 tippen. Vielleicht sogar eine verrückte 2-aus-9 Kombi, wenn man Ergebnistipp überhaupt kombinieren kann, weiß ich gar nicht. Dann ich habe schon eine Kombi-Wette abgegeben, die mich zum Millionär machen wird, weil ich alle 9 Spiele unentschieden in der Kombi-Wette habe mit 5,55 Euro Einsatz oder so. Gibt dann eine Quote von 180.000 und hochgerechnet, der Gewinn war mir wichtig, dass der dann halt 1 Million beträgt. Und naja, ja, wenn das einläuft, dann schenke ich jedem in der Community irgendwas persönlich und jeden, der liked und kommentiert. Weißt du was, wenn du Millionär bist, dann werde ich jetzt Milliardär, dann setze ich einfach alle 9 Spiele 1-1, dann habe ich wahrscheinlich noch 1 Millionenquote und kann dich nochmal richtig pimpen. Du Schwein, dass ich da nicht drauf gekommen bin, aber gut. Auch bei Dortmund, Bayern, jetzt mal im Ernst, das ist ja der German-Klassiker und der Kollege unterschätzt ja meine Dortmunder seit Wochen und ich sage immer, die sind besser als man gefühlt so denkt. Und das ist die große Gefahr, dass man auch hier denkt, sie hätten eine Chance gegen Bayern. Ja, beide haben natürlich die Mega-Belastung mit Champions League, mit DFB-Pokal, mit vielen Spielern, die bei den Länderspielen abgestellt worden sind. Lucien Favre ist, das darf man nie vergessen, der punktetechnisch erfolgreichste Trainer von Dortmund aller Zeiten. Keiner hat mehr Punkte pro Spiel geholt. Warum Lucien immer wieder auf dem Wackelstuhl ist, weil er genau diese Spiele eigentlich nie gewinnt. Da ist er so konstant, da wird er, das ist nicht nur knapp, da wird er normalerweise immer einfach weggefädelt und weggewichst sozusagen. Darf er solche Ausdrücke hier, glaube ich, nicht sagen. Und das ist ein neues Spiel, ein neuer Teil davon, bei dem ich glaube, dass Dortmund einfach aufgrund einer Halbzeit verlieren wird. Ja, und wie man die letzten Spiele eben gesehen hat, immer wenn es dann um was ging, haben die Dortmunder einfach den Kürzeren gezogen, weil die Bayern halt einfach noch einfach ein Stück weit erfahrener vor allem sind. Sie haben halt mit Müller und Lewandowski und noch ein paar anderen welche, die haben schon fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, außer dass Lewandowski halt noch nicht Weltmeister ist. Und
Dann halt Dortmund auf der anderen Seite, bisher die beste Abwehr. Bayern die beste Offensive der Liga. Also man geht hier schon von einem interessanten Spiel aus. Oft enttäuschen solche Spiele aber dann auch. Auf der Siegerwette muss man fast sagen, ist eine Asian Handicap minus 0,5 auf Bayern mit 1,8 vielleicht das attraktivste, auch wenn ich Dortmund sogar wirklich einen Punkt zu Hause zutraue. Das große Manko wäre allerdings, dass halt keine Zuschauer dabei sind. So, in der jetzigen Situation mit einem ausverkauften Westfalenstadion würde ich Dortmund wirklich guten Gewissens einen Punkt zutrauen. So vor leeren Rängen haben die Bayern halt einfach bewiesen, die brauchen keine Zuschauer, deswegen sind die einfach so eine Maschine, haben auch Salzburg wieder abgefieselt, auch wenn es lange knapp war. Ich meine, bis zur 60. oder so stand es 2-2, dann haben sie einfach noch 4 Tore hinten rausgeschossen. Das könnte Dortmund vielleicht auch blühen, wobei die auch in der zweiten Halbzeit oft stärker waren. Fallen hier viele Tore? Ja, das ist eine Frage. Ich glaube tatsächlich nein, weil beide eher defensiv rangehen werden. Dortmund wird auch möglichst lange wahrscheinlich eher 0-0 versuchen zu halten. Dafür wurden sie nämlich schon zu oft abgeschossen vom FC Bayern. Problem, weswegen ich den Dortmundern bei diesem Spiel tatsächlich nichts zutraue, ist einfach die Geschlossenheit des FC Bayern München. Die sind ein gutes Team, die haben Bock, die spielen miteinander, die lachen viel auf dem Platz. Und die haben auch einen Thomas Müller, einen Kimmich, das sind richtige Leitwölfe dort, die dann auch sagen, hey, wisst ihr noch, da drüben spielt der Mats Hummels, vielleicht. Da spielen einige, die man aus der aus den Länderspielen her kennt. Und wisst ihr was, Dortmund, seit Jahren watschen wir die ab, also lasst uns hier nochmal Vollgas geben. Danach haben wir vielleicht ein bisschen Ruhe und lassen die Punkte woanders liegen. Dortmund muss, glaube ich, dran glauben. Respekt auch an die Buchmacher, die mit einer 1,8 eine richtig fiese Quote hinlegen. Eigentlich ist Dortmund zu gut, dass die 1,8 gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite weiß man doch, dass Bayern immer diese Spiele gewinnt. Deshalb ist die 1,8 schon zum Greifen nahe. Ja, wenn du sogar so pro Bayern argumentierst, dann müssen wir die Bayern-Quote nehmen bei 1,8 und einloggen. Wäre eine Win-Win-Situation. Ich hoffe natürlich, auch weil ich Dortmund mehr mag und natürlich eine spannende Liga gerne hätte, dass Bayern hier mal verliert. Wäre eine Win-Win-Situation. So eine Wette würde ich gerne verlieren. Aber wenn der Bayern der FCB gewinnt, dann haben wir halt ein bisschen Dann freuen Plus wir uns mehr. Auch, weil wir auch in Bayern wohnen. Also von daher. Ja. Ist unsere Wette 3 oder nein? Doch, Bayern. Bayern. Wolfsburg, Hoffenheim, die Wölfe, nach wie vor haben sie noch nicht verloren, aber die glänzen mit Unentschieden. Also die sind nicht sehr entscheidungsfreudig. Das ist vielleicht ein Problem. Deswegen haben sie schon 5 Unentschieden, erst 8 Punkte, obwohl sie noch keine Niederlage haben und mit Leverkusen zusammen die einzige Bundesligamannschaft sind, die noch nicht verloren hat. Hoffenheim hingegen nach dem Bayern-Sieg echt in ein Loch gefallen. Also da verlieren die gegen Union Berlin, was echt schon, also ich hätte es nicht erwartet, deswegen haben wir auch auf Hoffenheim gesetzt. Und deswegen sehe ich jetzt hier Hoffenheim natürlich auch schwächer als Wolfsburg. Bin ich da zu naiv? Nee, ich würde ja einfach, also Wolfsburg finde ich auch gut, trotz der Tabellensituation, die haben sich jetzt nicht so viel vorwerfen zu lassen. Hoffenheim in der Euroleague ganz cool, haben aber auch die doppelte Belastung, darf man auch jetzt nicht unter den Tisch kehren. Das spricht auch mehr für Wolfsburg. Ich sehe hier trotzdem ein klassisches Unentschieden. Ja, also es ist ein bisschen zu gering die Quote, damit man da den Wölfen einen Sieg zutrauen würde, weil sie es ja bisher noch nicht gezeigt haben, dass sie auch gewinnen können. Einmal aus 6 Spielen gewonnen, kann man auch sagen, das ist bisher auch nicht das Grüne von der Wiese. Ja. Dann kommen wir tatsächlich auch wieder zu zwei international vertretenen Mannschaften. Leverkusen spielt ja in der Euroleague und Gladbach, was ist das für eine Champions League? Machen es wie Rafael Nadal in Paris 6-0 gegen Donetsk, damit haben wir gar nicht gerechnet. Aber es freut uns, denn dadurch werden die beiden Unentschieden gegen den großen
Real Madrid und den großen Inter Mailand noch mehr belohnt. Sie sind Gruppenerster in einer Gruppe, wo ich gedacht hätte, sie schaffen nicht mal die Euroleague. Respekt dafür. Jetzt geht's nach Leverkusen. Es gab letzte Woche einen dreckigen 1-0-Sieg gegen Leipzig. Und das hätte genauso gut 0-0 oder 1-1 ausgehen können. Und genau dieses Ergebnis tippe ich bei diesem Spiel. Wäre für beide Mannschaften ein Erfolg. Von daher 1-1, mein Tipp, also unentschieden. Ja, mein Tipp wäre eben 2-2, weil die beiden vielleicht mehr Tore schießen. Aber unentschieden gefällt mir hier, wie in vielen anderen Spielen auch, hervorragend. Unsere erste Wette ist Augsburg-Hertha BSC. 1, Asian Handicap 0,25 auf Augsburg. Mhm. Unsere zweite Wette, Frankfurt Asian Handicap 0, Sieg quasi in Stuttgart. Und der unsere dritte FC Wette, Bayern gewinnt in Dortmund bei einer Quote von 1,8. Und für unsere 2-4er-X-System-Wette haben wir uns nach langer Besprechung doch jetzt einigen können, weil viele Spiele einfach ein Unentschieden hergeben. Dann haben wir das Ganze ausgedünnt auf 4 Unentschieden, die wir in einer 2-4er-X-System-Wette kombinieren. Und das sind Bremen-Köln, Mainz-Schalke, Hoffenheim in Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach bei Bayer Leverkusen. Genau. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Tippt mit bei allen möglichen Tippspielen und vor allem abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dann. Gehen wir wieder tanzend raus, oder?